an ÖFB-Präsident Gerhard Müller dich das Wort weitergeben und bitte ihn, uns die Entscheidung zu verkünden. Verehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich, dass wir heute die Entscheidung getroffen haben und kann Ihnen bekannt geben, dass das ÖFB-Präsidium heute meinen Antrag und meinen Vorschlag, den ich vom Herrn Sportdirektor Peter Schöttl übernommen habe, gefolgt ist und den Herrn Ralf Rangnick zu unserem Nationaltrainer gewählt hat. Der Auswahlprozess, wie es dazu gekommen ist, wird sicher dann noch der Sportdirektor Peter Schöttl genau erklären. Fakt ist, dass die Entwicklung eine sehr dynamische war in den letzten Tagen, nachdem hier sich ja einiges bewegt hat und hier auch dieser Name, der jetzt gerade genannt wurde, ernsthaft ins Gespräch kam, gab es dann eine Abstimmung mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe, mit dem Generalsekretär Thomas Hollerer und mit mir, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass das wirtschaftlich okay ist, dass das möglich ist, dass das in Ordnung ist, sportlich glaube ich sowieso. Und da war es auch für sich heute im Präsidium, glaube ich, nur eine Frage-Antwort-Spiel, warum das und warum der nicht. Aber grundsätzlich gab es hier über die Person überhaupt keine Diskussion. Und ich möchte in diesem Zuge wirklich mich bedanken bei dir, Peter. Du hast es wirklich professionell gemacht. Du hast wirklich mit sehr vielen Leuten gesprochen, die wirklich, hier waren wirklich einige dabei, die es auch verdient hätten und auch meiner Meinung nach auch in der Lage gewesen wären, im ÖFB tätig zu sein. Aber die Entscheidung ist so gefallen, wie sie ist. Und nochmals von mir danke für den Prozess. Sehr professionell, sehr strukturiert. Und Bernhard hat dann auch im Endeffekt die finanziellen Daten abgestimmt. Also hier gibt es eine Entscheidung, die von mir, vom Generalsekretär, vom Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe und vom Sportdirektor getragen wird, gemeinsam getragen wird. Und das war das Ergebnis der heutigen Sitzung. Danke, Gerhard Milletich. Peter Schöttl, wie ist jetzt der Prozess abgelaufen und warum ist deine Wahl auf Ralf Rangnick gefallen? Ja, grüß Gott, auch von meiner Seite. Ja, ist der Prozess abgelaufen. Nach der Beendigung des letzten Lehrgangs haben wir ungefähr 4 Wochen Zeit gehabt, um heute einen neuen Teamchef zu präsentieren. Die Schritte sind eh kommuniziert worden. Also in den ersten 2 Wochen gab es aufgrund einer schon länger vorhandenen Liste mit potenziellen Kandidaten, dann persönliche Gespräche, die von mir alleine durchgeführt wurden, zum Teil ein inhaltliches Abstimmen, zum Teil ein auch aufgrund des Anforderungsprofils Abklopfen der verschiedenen Kandidaten, ein Meinungsaustausch über die Spieler, über die Art und Weise, wie man mit dieser Mannschaft, mit dieser Spielergeneration erfolgreich Fußball spielen kann. Habe dann, wie eh bekannt ist, vor 2 Wochen meinen Zwischenbericht abgegeben am Präsidium. Wir haben dann die Kandidatenliste auf eine Shortlist reduziert. Es waren dann 5 Leute, mit denen dann weitere Gespräche vereinbart wurden. Ab diesem Zeitpunkt war mit Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe, mit dabei. Und speziell die letzte Woche war dann wirklich sehr, sehr herausfordernd. Alle wissen, dass ich immer gesagt habe, es ist Zeit für einen österreichischen Teamchef. Und bin auch nach wie vor der Meinung, dass einige absolute Qualität hätten. Es hat sich dann aber für uns eine Möglichkeit aufgetan, die ich am Anfang gar nicht gesehen hätte. Und da hat es wirklich viel an Entwicklung gegeben in den letzten Tagen, dass schlussendlich Ralf Rangnick ab sofort das österreichische Nationalteam trainieren wird. Es gab etliche Gespräche mit ihm über die Mannschaft, es gab etliche Gespräche mit seinem Management. Das waren am Anfang eher lose Gespräche, weil es für mich vor einem Monat ja undenkbar gewesen wäre, dass es uns gelingt, einen Mann mit so einer Reputation zum ÖFB zu holen. Aber es ist dann eigentlich mit jedem Gespräch irgendwo spannender geworden. Also es
Ja, es reizt ihn extrem. Es ist natürlich diese Europameisterschaft in Deutschland ein sehr spannender Aspekt für alle Kandidaten gewesen, mit denen ich gesprochen habe. Und wie gesagt, gerade die Entwicklung auch in der letzten Woche hat dann wirklich dazu geführt, dass wir noch kreativen Lösungen gefunden haben. Denn wenn man den aktuellen Trainer von Manchester United als Teamchef verpflichten kann, dann ist es klar, dass man das nicht mit Geld kann, sondern dass man Atmosphäre schaffen muss, dass wir einfach versucht haben, ihn davon zu überzeugen. Wie gesagt, Lust hat er definitiv. Was wir schon wissen, ist, dass speziell das letzte Monat bis zum nächsten Lehrgang sehr schwierig wird. Aber das werden wir auch absolvieren. Über allem steht, dass wir uns für Endrunden qualifizieren. Und über allem steht, dass wir bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei sein wollen. Dass wir bei der nächsten WM endlich wieder dabei sein wollen. Und deswegen sind diese Spiele auch im Juni in der Nations League schon so wichtig, auch wenn es ganz sicher speziell für Ralf schwierig sein wird, bei Manchester rauszugehen als Trainer und gleich eine neue Mannschaft zu übernehmen. Unterm Strich bin ich wirklich happy und sehr stolz. Ich glaube, dass das nicht nur für die Nationalmannschaft ein riesiges Signal ist. Es ist, denke ich, auch für den Verband ein Zeichen, dass wir auch mutige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, unterm Strich ist es für den österreichischen Fußball eine große Sache, über die wir uns alle miteinander freuen sollten. Danke, Peter Schöttl. Bernhard Neuhold, wie wurde jetzt der Auswahlprozess seitens des ÖFB operativ begleitet? Ja, zunächst einmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte zuallererst auch dem Peter Schöttl danken und ihm ein Kompliment aussprechen für das, was er die letzten Wochen geleistet hat. Es war eine extrem spannende und dynamische Zeit und dass es letztlich geklappt hat, ist zuallererst einmal sein Verdienst. Die letzten 14 Tage ist es natürlich darum gegangen, nicht nur die sportlich-inhaltlichen Komponente zu reflektieren und zu challengen, sondern auch über Rahmenbedingungen zu sprechen, was diverse Themen, das wirtschaftliche Vertragslaufzeit, Vermarktungsthemen etc. betrifft. In diesem Zusammenhang auch mein ausdrückliches Dankeschön an das Team Ralf Ragnick, mit ihm als Trainer, mit seinem Assistenztrainer Lars Kornetka und seinem Berater Raphael Honigstein, die gerade die letzte Woche ab Montag quasi rund um die Uhr mit uns in Kontakt gestanden sind und im Zuge zahlreicher digitaler Meetings und telefonischer Austausche hier Stück für Stück es geschafft haben, eine Vereinbarung zu treffen, die für alle Seiten dann auch ausgewogen und gut war. Es wäre naiv zu glauben, dass der ÖFB Ralf Rangnick mit finanziellen Zuckern locken hätte können. Dazu ist der Unterschied zu einem Weltverein wie Manchester United einfach viel zu groß. Letztlich hat das Team rund um Ralf Rangnick ganz klar uns immer konkreter zu verstehen gegeben, dass ihn einfach der Reiz an dieser Aufgabe antreibt. Zu den allgemeinen Vertragsbedingungen nur so viel. Was natürlich interessant sein wird, ist die Vertragslaufzeit. Also wie man es jetzt darauf verständigt, dass wir zunächst einmal 2 Jahre zusammenarbeiten, dass sich diese Zusammenarbeit aber automatisch verlängert, wenn wir uns für die Euro 2024 in Deutschland qualifizieren, um 2 weitere Jahre. Das heißt, die grundsätzliche Intention und der Wunsch und der Wille von allen Beteiligten ist hier tatsächlich, eine mittel- und langfristige Zusammenarbeit anzustreben. Was vielleicht noch interessant ist, weil das auch immer wieder zur Diskussion gestanden ist, ist generell, wie es für ihn bei Manchester United weitergeht. Er hat einen Anschlussvertrag als Berater, den wir auch so zur Kenntnis genommen haben und der auch nach wie vor aufrecht ist. Sprich, ab 1.6.2022 wird er diese auch medial kolportierten maximal 6 Tage im Monat für United zur Verfügung stehen. Ist für uns nach eingehender Diskussion auch kein Hinderungsgrund, beziehungsweise war wahrscheinlich auch ein Baustein dafür, dass es möglich war, diese Zusammenarbeit zu realisieren.
Wir haben natürlich auch mit Manchester United selbst gestern dann Kontakt aufgenommen, haben hier absolut ein absolut großes Verständnis geerntet und unkomplizierte Zugänge erfahren. Das heißt, wir gehen davon aus, dass er sein Dienstverhältnis nach dem 22.05., sprich dem letzten Spieltag in der Premier League, beenden wird und uns spätestens mit 28. oder 29. Mai dann mit Beginn des Lehrgangs als Teamchef zur Verfügung stehen wird. Darüber hinaus glaube ich, dass, wie es der Sportdirektor ohnehin auch schon formuliert hat, es ja nicht nur unter Anführungszeichen bei dieser Personalie darum geht, für das Nationalteam den bestmöglichen Trainer gefunden zu haben, sondern tatsächlich auch ein Stück weg diese Euphorie zu nutzen, um generell wieder eine Begeisterung bei den Fans auslösen zu können. Wir haben alle mitsammen schwierige 2 Jahre hinter uns. Es besteht jetzt wieder die Möglichkeit, nahezu uneingeschränkt die Spiele zu besuchen. Wir hoffen sehr, dass wir ein Stück weg diese negativen Entwicklungen, die wir erfahren mussten, durch diese Personalie auch korrigieren können und allgemein in der Bevölkerung, in der Fußballbegeisterten, bei den fußballbegeisterten Menschen hier ein Stück weg Aufbruchstimmung erzeugt werden kann, die sich eben nicht nur aufs Nationalteam limitiert, sondern auch allgemein in alle Bereiche des Fußballs, des organisierten Sports einwirkt und der Stellenwert des Fußballs allgemein in der Gesellschaft wieder ein Stück weg wachsen kann. Das sind natürlich alles sehr hohe Ziele und das ist weit über den Tellerrand hinausgeblickt. Aber ich glaube, dass eine Person mit der Strahlkraft eines Ralf Rangnick dazu in der Lage sein könnte, hier neben dem Nationalteam auch andere absolut positive Impulse für den österreichischen Fußball zu bewirken. Vielen Dank, Bernhard Neuhold. Wir kommen zu den Fragen von euch, liebe Kollegen. Bitte Andi Felber. Es war keine Notlüge. Andi Heidenreich hat damals geschrieben, es gab ein Treffen in Manchester und das hat es definitiv nicht gegeben. Und die Verhandlungen hat es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gegeben. Ich sage so einmal, also wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, also vor einem Monat hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ich habe ihn schon irgendwo natürlich im Hinterkopf gehabt, als der natürlich sehr für die Entwicklung seit 2012 bei Salzburg halt verantwortlich gezeichnet hat. Habe aber von Start weg ihn nicht kontaktiert. Bin dann doch dazu gekommen, ihn anzurufen, ohne dass ich glaubt habe, dass das so wahnsinnig interessant sein könnte für ihn. Da habe ich mich mal richtig getäuscht. Und dann gab es natürlich ganz klar ständig seine aktuelle Situation bei Manchester United auch zu beurteilen. Ist er gerade in einer sehr schwierigen Situation, der Verein generell und er im Moment halt auch. Und wie gesagt, man hat sich so von Gespräch zu Gespräch vorangetastet und wie dann irgendwo absehbar war, dass wir dieses große wirtschaftliche Thema vielleicht auf interessante Art und Weise, kreativ, lösungsorientiert doch packen können, dann ist es natürlich sehr konkret geworden. Und dann, die letzten Tage waren einfach so, dass beide Seiten wirklich geschaut haben, dass wir da zusammenkommen, weil beide wirklich Bock haben drauf, wie er sagt. Ganz eine wichtige Rolle. Er hat mir die Telefonnummer vom Ralf gegeben. Also ohne ihn wäre es nicht gegangen. Nein, aber im Austausch mit Christoph sind wir sowieso schon die letzten Jahre. Da gibt es ein gutes Verhältnis und hat natürlich ganz sicher nicht geschadet, dass er und Ralf auch sehr eng sind. Ich hab eine erste Frage zur Finanzierung. Ist er teurer? Marcel Koller? Nicht, danke. Kurz,
Wen nimmt er mit als Trainerstab? Es gibt ja ein paar. Ja. Zweite Frage. Und dritte Frage. Natürlich ist das klar, das ist eine prominente Lösung. Aber natürlich macht es ganz schlanken Fuß, wenn man als österreichischer Teamchef noch einen anderen Job hat. Er hat auch gestern gesagt, da ist noch Raum für was Zweites nach der Pressekonferenz. Sag ich einmal, sollte das nicht ein Fulltime-Job sein? Oder ist das der Kompromiss ganz einfach, den man eingehen muss? Das war eigentlich Teil dieser kreativen Lösung, wo wir halt daran gearbeitet haben, dass wir es ermöglichen, weil wir dann wirklich das unbedingt auch machen wollten. Und um auf die erste Frage einzugehen, das habe ich vorher nicht gemacht, Bernhard hat es eh schon gesagt, er wird mit Lars Konetka einen Co-Trainer mitnehmen. Lars ist, war auch jetzt in den Gesprächen schon immer dabei, freue mich auch schon mit ihm auf die Zusammenarbeit, war unter anderem Videoanalyst, Co-Trainer bei Ralf selber, bei Pep Guardiola, bei Julian Nagelsmann, bei Roger Schmidt, war zuletzt also bei Eindhoven als Co-Trainer tätig, war jetzt ganz am Schluss bei Lok Moskau, glaube ich, als Geschäftsführer Sport irgendwo installiert. Das ist der Einzige, den Ralf jetzt mitnehmen wird, das heißt, Jürgen Säumel bleibt jetzt auch Co-Trainer, Robert Almer bleibt Tormann-Trainer, also unser ganzes Staff rundherum bleibt bestehen. Und ja, wie gesagt, die große Herausforderung wird in den nächsten Wochen liegen. Natürlich, der Austausch ist jetzt nicht schwierig, weil wir ja im Jahr 2022 sind, Gott sei Dank. Aber das wird schon anders sein, als wie man sich normal auf einen Lehrgang vorbereitet. Durch die Distanz und dass er halt noch bis 22. Mai Meisterschaft spielt. Alois Tschieder und dann Hubert Giegler. Herr Schöttl, wie genau kann man sich den Kompetenzbereich vorstellen vom Ralf Rangnick? Wird sich das nur beschränken auf das A-Team oder geht es da um alle ÖFB-Mannschaften? Geht es da wirklich darum, dass man eine neue, einheitliche Spielphilosophie reinbringt? Das war mein erstes... In meinem ersten Telefonat mit ihm habe ich ihm das Gleiche mitgegeben und habe gesagt, also wenn das irgendwie gehen könnte, dass wir zusammenkommen, will ich natürlich, dass du dir alles genau anschaust. Aber in einem ersten Schritt ist das Profil gleich wie das von Franco Foda war. Also es betrifft die Leitung des Nationalteams der Männer. Ist genauso, das Verhältnis zu ihm ist jetzt genauso geregelt, wie es mit Franco Foda war, also das Verhältnis Sportdirektor zu A-Team-Chef. Aber natürlich, und das kann ich nur noch einmal betonen, das ist jetzt einmal der erste Schritt und jetzt schauen wir mal, dass wir diesen Lehrgang gut bestreiten, dass uns ja, da auch das eine oder andere gelingt. In Zukunft wäre ich ja dumm, wenn ich auf seine Expertise verzichten würde. Und in einem ersten Schritt, um es noch einmal zu sagen, geht es jetzt einmal rein ums A-Nationalteam. Hubert Giegler, bitte, dann Christoph Gastinger. Ja, eine Frage an den Präsidenten. Wie war jetzt die Stimmung im Präsidium? Wurde es widerspruchslos hingenommen, dass Ralf Rangnick jetzt quasi eine Doppelfunktion einnehmen wird? Und dann die Frage an Peter, wann wurden die anderen Kandidaten darüber informiert, dass sie quasi ausgeschieden sind? Auf die erste Frage zu antworten, selbstverständlich gab es heute auch Diskussionen, weil es ja für viele überraschend gekommen ist, dass wir die Möglichkeit haben, einen Trainer zu engagieren, der, sage ich jetzt einmal, diese Reputation hat. Das hat natürlich einige überrascht. Ich habe selbst persönlich, nachdem die Vereinbarungen soweit paraffiert waren und mit der Geschäftsführer gesagt hat, dass das jetzt an und für sich von allen paraffiert ist und unterschrieben ist, habe ich natürlich sämtliche Präsidiumsmitglieder und auch die Bundesliga telefonisch informiert, wie der Stand aussieht. Das heißt, die Präsidenten waren nicht ganz unvorbereitet in diese Sitzung gekommen. Natürlich gibt es Fragen, wirtschaftlicher Natur, logischerweise. Es gibt noch Fragen, wie sich das der Teamchef oder der Sportdirektor vorstellt in der Kombination. Aber im Endeffekt war die Abstimmung einstimmig und aus dem geht ja hervor, dass das, glaube ich, das gesamte ÖFB-Präsidium mitträgt. Und die zweite Frage war an mich. Wie gesagt, die Shortlist waren dann fünf Personen.
Um ganz genau zu sein, 2 habe ich am Mittwoch abgesagt und 2 habe ich gestern abgesagt. Michael Fierler mit der nächsten Frage, dann Christoph Gastinger. Noch eine Frage zu den wirtschaftlichen Bedingungen. Wird quasi Ralf Rangnick das, was er verdient beim ÖFB, zu 100% durch den ÖFB gezahlt oder gibt es da andere wirtschaftliche Verknüpfungen, die vielleicht anders geregelt sind? Das, was er beim ÖFB verdient und das, was der ÖFB mit ihm vereinbart hat, wird zu 100% vom ÖFB geleistet. Darüber hinaus hat er eben die Möglichkeit, mit Manchester United diesen Beratervertrag zu realisieren. Und genauso wie Franco Foda auch und Marcel Koller hat er die Möglichkeit, einen Privatsponsor zu akquirieren, wenn der nicht in Konkurrenzierung mit den ÖFB-Sponsoren steht. Das ist an und für sich üblich, hatten wir bei den letzten beiden Teamchefs auch und soll natürlich auch dazu dienen, ihm die Chance zu geben, zusätzliches Vermarktungspotenzial zu lukrieren. Dadurch, dass ich gesagt habe, er darf mit den ÖFB-Sponsoren nicht konkurrenzieren und du weißt, dass Coca-Cola in unserem Sponsorenpool ist, wird es nicht Red Bull sein. Zwei Fragen. Zunächst einmal, was sind denn die Visionen, die den Ralf Rangnick antreiben, die er dir in deinem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt hat, was er mit dieser Mannschaft glaubt, erreichen zu können? Und gibt es Reaktionen schon von Seiten der Spieler, möglicherweise vom David, als die vernommen haben, das dürfte wirklich der Ralf Rangnick werden? Natürlich will er so viel erreichen, wie geht. Aber er ist auch überzeugt davon, dass er mit dieser Mannschaft, mit dieser Generation erfolgreich sein kann. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Europameistertitel, ein Weltmeistertitel gefallen, das nicht. Aber es ist schon gefallen, dass wir nicht nur bei Änderungen dabei sein wollen, sondern auch dort eine gute Rolle spielen wollen. Und dadurch, dass jetzt sehr vieles auch sehr schnell passieren hat müssen, viele Themen in den letzten Tagen noch zu klären waren, habe ich jetzt noch keine Reaktion von den Spielern bekommen. Gibt es weitere Fragen? Bitte um ein Handzeichen. Peter Linden. Was hat genau gegen deine ehemaligen Spieler gesprochen? Er sagt, der Herz ist 5 Minuten, das ist jetzt langsam schwierig für ihn. Und der Stöger hat als Trainer mehr Titel gewonnen als der Rani. Also ich habe ja von Start weg nie Namen kommentiert. Und es ist natürlich eins der unangenehmen Dinge des Jobs, dass du dann auch Leuten absagen musst, von denen du zu 100% überzeugt bist. Ich denke, dass es in meiner Verantwortung als Sportdirektor, dass sich da jetzt eine Möglichkeit aufgetan hat, die es vielleicht auch gar nicht mehr gibt in dieser Konstellation. Und deswegen bin ich nicht nur komplett überzeugt davon, dass das jetzt für den Verband, aber auch für den österreichischen Fußball der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt ist. Aber da hast du völlig zu Recht, gegen ehemalige Weggefährten hat überhaupt nichts gesprochen. Michael Fierler, bitte, das Mikrofon ist unterwegs. Ja, Miletich, der Peter Schöttl hat gesagt am Anfang, er hat wirklich nicht daran geglaubt, dass Ralf Rangnick zu holen ist. Wie treibend war Ihre Kraft dahinter, Ralf Rangnick zu holen und haben Sie ihn auch persönlich getroffen? Ich habe Ralf Rangnick nicht persönlich getroffen. Selbstverständlich ist ein Name wie unser jetziger Teamchef einer ist, den man sich eigentlich vor, ich glaube, einigen Wochen gar nicht vorstellen konnte, dass dies möglich ist. Ich muss sagen, wenn mir Peter Schöttl gesagt hätte, er möchte den oder den oder den Trainer, ich glaube, dass die in der Auswahl waren, alle wirklich Top-Leute waren oder Top-Leute sind, die alle das sicher super gemacht hätten. Nur bei allem Verständnis, und ich verstehe das, die Chance, die wir jetzt bekommen haben, dass es ein Zeitfenster gibt und die Möglichkeit gibt, einen Trainer von diesem Format für den ÖFB zu gewinnen, der uns, glaube ich, im gesamten Fußball helfen kann. Wir haben das Problem, dass wir in den letzten Jahren nicht wirklich erfolgreich waren. Wir haben zum Teil auch durch Corona bedingt leere Stadien gehabt. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass wenn wir die Chance gehabt haben, warte das Zugreifen
vollkommen richtig und ich bin überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung war und ich bin sehr, sehr froh, dass die Entscheidung so gefallen ist. Gibt es weitere Fragen? Bitte Andreas Filbert, dann Rainer Bortenschlager. Peter Schöttl, du hast doch darüber gesprochen, dass mit Herrn Rangnick über seine Aufgaben gesprochen wurde. Jetzt gilt es einmal, das A-Team mehr oder weniger auf Vordermann zu bringen. Hat er selber auch Interesse bekundet, den Verband umzustrukturieren, den Sport umzustrukturieren, da etwas zu machen? Weil wir kennen ja von seiner Vergangenheit, dass er einer ist, der, wenn er was anpackt, nicht nur eine Mannschaft anpackt, sondern das ganze System umkrempelt. Oder? Also das ist von ihm bis jetzt überhaupt nicht gekommen. Also das ist eher für mich einfach, liegt es auf der Hand. Wenn ich so jemanden an der Hand habe, dann möchte ich natürlich seine Expertise nutzen. Aber in diese Richtung ist jetzt nicht gesprochen worden. Er ist jetzt vom ÖFB als Teamchef bestellt worden und ja, im Juni wird er den Lehrgang leiten. Schlager. Peter, du hast vorher skizziert, wie viele Namen einmal auf der Longlist waren, dann auf der Shortlist waren. Man kann auch so lange suchen, dass man immer was findet. Gab es auch irgendwann mal einen Moment, wo du eigentlich überzeugt gewesen wärst von einem Teamchef, wenn du schon sagst, der Ralf Rangnick war für dich nicht in einer Vorstellungskraft zu Beginn? Oder gab es dann immer wieder bei jedem anderen Kandidaten doch einen Punkt, wo du dir nicht sicher warst? Oder hat man so lange gesucht, bis man einfach einen großen Namen hat? Na, also wir haben jetzt nicht bewusst nach einem großen Namen gesucht. Und es ist ja auch nicht so, dass wir vor 4 Wochen einmal, keine Ahnung, unsere Listen ausgedruckt haben und begonnen haben, durchzutelefonieren. Also wir haben schon gewusst, wer spannend sein könnte. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, wären für mich potenzielle Kandidaten gewesen. Sonst hätte ich mich mit denen gar nicht getroffen und möchte an dieser Stelle auch bedanken für die Gespräche, die richtig, richtig gut waren, die für mich ja wichtig waren, was die Zukunft betrifft, weil sich schon sehr vieles deckt mit dem, wie ich auch über Fußball denke. Also wir waren definitiv nicht auf der Suche nach diesem großen Namen, wir waren auf der Suche nach dem Trainer, wo wir denken, dass der in der jetzigen Situation diese Spielergeneration, dieser Mannschaft am meisten helfen kann und sie zu den größtmöglichen Erfolgen führt. Noch eine Frage an Bernhard Neuholt. Englischen Kollegen schreiben, dass der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Ist das richtig? Und in England gibt es natürlich auch Gegenwind, dass es unvorstellbar ist, dass jemand Gehalt von Manchester United bekommt und hauptberuflich ja gar nicht in Österreich, wo man dann, wenn man sich die Kommentare durchliest, dann doch hin und wieder noch schmunzelt, Teamchef ist. Das heißt, da kann es ja durchaus passieren, dass dieser Beratervertrag dann vielleicht doch nicht zustande kommt oder er noch wirklich erfüllt. Hätte das auch Auswirkungen dann, was die Finanzierung vom Teamchef betrifft? Zum Vertrag bei Manchester United kann ich natürlich nicht sagen. Das ist ganz, ganz klar. Dass wir in der Kürze der Zeit keinen fertigen Vertrag unterschrieben haben, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Wir haben insgesamt einen 4-seitigen Termsheet kreiert, wo sämtliche relevanten Themen in allen Bereichen schriftlich fixiert wurden. Da geht es um Kompetenzen, da geht es um die Struktur, da geht es um die Finanzen, da geht es um die Vermarktung, da geht es letztlich auch um das Thema Medien, weil er aufgrund der Tatsache, dass er bis Ende Mai noch in England unter Vertrag steht, auch euch leider erst Ende Mai zur Verfügung stehen kann für ein persönliches Gespräch. Also wie wir auf 4 Seiten alles zu Papier gebracht haben, das seitens Ralf Rangnick, Lars Konetka und Raphael Honigstein unterschreiben lassen, haben das natürlich gegengezeichnet von ÖFB-Seite. Das heißt, es gibt eine klare Vereinbarung und es gibt klar schriftlich fixierte Parameter, die dann als Basis dazu dienen, den Dienstvertrag oder die beiden Dienstverträge letztlich auszuformulieren. David Hermann Meng, bitte mit der nächsten Frage und dann Christian Hackl. Wie haben denn die unterlegenen Kandidaten reagiert und wird Ralf Rangnick dann in Österreich seinen Wohnsitz haben? Erste Frage mache ich, zweite der Bernhard. Naja, natürlich ist sehr verständlich, war die Enttäuschung natürlich groß. Aber wie gesagt, das ist halt auch Teil des Business, dass man, habe ich auch schon selber erlebt, dass man sich bewirbt für etwas und dann, wie gesagt, jemand anderer den Zuschlag bekommt. Aber wie gesagt, Sie haben es alle gefasst zur Kenntnis genommen.
Zum Thema Wohnsitz wissen wir, dass Ralf Rangnick grundsätzlich eine Wohnung in Österreich hat. Wir haben das Thema auch angesprochen. Wir bestehen nicht auf einen Wohnsitz in Österreich, aber wir haben natürlich ein gemeinsames Verständnis auch entwickelt, dass es einen ständigen Austausch in Wien geben muss. Und ob er dann tatsächlich eine Wohnung in Wien hat oder die Zeit, die er da ist, im Hotel nächtigt, das ist im Detail noch nicht besprochen, wird aber auch Gegenstand der Diskussionen der nächsten Wochen sein, bis er tatsächlich seinen Dienstantritt bei uns dann auch hat. Christian Hackl, bitte. Oder Geburtenschlag, eine Frage. Sollte jetzt das mit Manchester United, sollte Manchester sein, lieber Herr Rangnick, sicher nicht, Anschlussvertrag, ist es dann dem Herrn Rangnick sein Problem oder kriegt dann der ÖFB dann auch Probleme? Wir haben ihm das Recht erteilt oder zukommen lassen, eine Nebenbeschäftigung in Form einer Beratertätigkeit bei Manchester United zu realisieren. Ob er das realisiert oder nicht, obliegt ihm, hat aber keine Auswirkungen auf den ÖFB-Vertrag. Und dann noch ein Sportdirektor. Es war dann kurz diese Diskussion, die aufgezählt wird mit der Red Bull-Gruppe und der Wiener Gruppe. Ja, natürlich wissen wir von wo Rangnick hat Red Bull Salzburg mit aufgebaut. Ist das jetzt eine Entscheidung, irgendwas vom Spielstil her etc.? Ja, wie gesagt, das sind Themen, die wir natürlich besprochen haben. Wäre dann gut, wenn er präsentiert wird, dass ihr ihm das stellt. Aber rein grundsätzlich sollten die Besten einfach am Platz sein, so wie bisher. Und ja, alles andere wird euch Ralf dann sagen. Michael Fierler. Noch eine Frage zu dem vierseitigen Vertragswerk. Ist das eine Absichtserklärung? Kann man das so verstehen? Also es ist nicht so, dass man ihn darauf quasi verpflichten kann. Du hast das jetzt geschrieben, deswegen bist du in einer vertraglichen Konstellation mit uns, sondern es ist eine Absichtserklärung, wie dann ein Vertrag aussehen könnte. Genau, es ist darum gegangen, wirklich möglichst im Detail zu verschriftlichen und zu unterfertigen, wie dann die Basis für die Vereinbarung sein soll. Und wir haben ja auch hier eine aufschiebende Wirkung einbauen müssen, weil ja letztlich erst das Präsidium den satzungsgemäßen Beschluss bei uns fällt. Das heißt, wir hätten ja noch gar keinen gültigen Vertrag unterzeichnen können, weil der Beschluss des Präsidiums notwendig war, um überhaupt dann eine vertragliche Bindung eingehen zu können. Aber es ist nichts Bindendes für den Ralf Rangnick. Verstehe ich das richtig? Natürlich ist es bindend. Ja, wie dann der Vertrag gestaltet werden kann, aber es heißt nicht, dass er mit 1. Juni etwas antreten muss. Natürlich muss er das. Okay. Gibt es weitere Fragen im Saal? Bitte, Hubert Giegler. Noch eine konkrete Frage. Wann hat Ralf Rangnick zugesagt und konnte man ihm dann versichern, dass er es auch wird? Gut, so wie dieser Prozess heuer gelaufen ist, war es ja so, dass ich den Auftrag bekommen habe, schlussendlich einen einzigen Kandidaten, dem Präsidenten, vorzuschlagen. Und das ist dann auch gestern Mittag passiert. Also einerseits die Zusage und damit auch von mir, dass er der Kandidat ist, mit dem ich ins Präsidium gehe. Ich sehe keine weiteren offenen Fragen mehr. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf mich ganz herzlich bedanken für euer Interesse. Danke auch Gerd Milledich, Peter Schöttl und Bernhard Neuhold. Ja, wir freuen uns auf den neuen Teamchef Ralf Rangnick.